Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es darum, warum ist Backen und Kochen auch so heilsam für uns? Also diese Tätigkeit, also mit den eigenen Händen etwas zu machen, selbst zu backen und selbst zu kochen, mit verschiedenen Zutaten etwas zu kreieren. Warum ist das heilsam? Warum kann es heilend wirken, auch bei Kummer oder wenn man krank ist, wenn man sich unwohl fühlt oder traurig ist, warum es dann heilsam sein kann und gut ist für dich. Kochen und Backen ist so gesund, also es tut uns so gut. Es ist wie eine kleine Meditation. Es ist eine Tätigkeit, die du ja mit den Händen ausführst. Und dabei kann auch der Kopf zum Teil ausgeschalten, das Denken ausgeschalten werden. Und das tut so gut. Und meistens, nicht immer, aber meistens gelingt es ja auch oder schmeckt zumindest gut. Manchmal sieht es nicht gut aus und schmeckt aber gut und manchmal sieht es gut aus und schmeckt nicht gut. Also es gelingt auch nicht immer alles, aber meistens ist das Ergebnis doch gut. Es ist auch eine sehr kreative Tätigkeit und deshalb ist Backen und Kochen auch so gut für uns. Das tut uns gut. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn du es selber machst. Du weißt, was du für Zutaten drin hast, gerade auch wenn man noch Allergien hat. Du kannst also den Teig oder je nachdem, was du bäckst oder kochst, das Essen, was du kochst, du kannst es beliebig zubereiten, so wie du es brauchst und wie du es magst. Und mit deinen Zutaten, die du möchtest und nicht irgendwelche Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe noch drin im Essen zu haben. Auch wenn du dann sagst oder denkst, ach, ich bin doch alleine und das Leben hat doch sowieso keinen Sinn mehr. Und du fühlst ja eine gewisse Sinnlosigkeit zum Teil. Aber bei Tätigkeiten mit den Händen, wie gerade Backen oder auch Kochen oder gerade beim Backen dieses Teigkneten, das ist eine wunderbare Tätigkeit. Und es erinnert auch ein bisschen an unser inneres Kind. Früher haben wir fast alle im Sandkasten mit Formen Kuchen gebacken, kleine Sandkuchen. Also es hat auch eine spielerische Tätigkeit, eine spielerische Art und Weise. Und das gibt uns auch etwas Trost und Beruhigung. Und wir können da auch die Gedanken zum Teil ausschalten und uns etwas ablenken. Brauchst du Pausen und auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Es ist auch wichtig, dass du etwas isst, auch wenn du nicht viel Hunger oder viel Appetit hast. Es ist aber wichtig, dass du etwas isst, dass du etwas Nahrhaftes, Gesundes zu dir nimmst. Wenn deine Magen-Darm-Verdauungsorgane überreizt sind, das hängt ja oft miteinander zusammen, dann mach dir leichte Sachen, wie zum Beispiel Kartoffelsuppe. Kartoffelwasser auch niemals weggießen, es hat viele Mineralien und Vitamine, auch wenn du, also wenn du gekochte Kartoffeln gemacht hast, dieses Wasser nicht wegschütten einfach so, sondern in eine Tasse und gesondert trinken, wenn du also keine Kartoffelsuppe machst, sondern feste, normale Kartoffeln. Das hat eine heilsame Wirkung auch für die Verdauung, dass dies sogar bei Durchfall helfen kann. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, leichte Sachen zu sich zu nehmen, dass auch die Magenschleimhaut oder die Schleimhäute der Verdauungsorgane nicht noch mehr überreizt werden, wie sie schon durch Hunger mitgereizt sind. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.